Yo guys, what's up? The Blue Gangs is back with the 16th part of Lightning Returns and we are still here. Ich mach das jetzt so, ihr wisst hoffentlich noch, wo wir waren. Und aus dem Grund, weil ich so angepisst war, habe ich jetzt etwas länger gebraucht, um wieder runterzukommen. Ich hab's immerhin ein bisschen hinbekommen. Wir geben jetzt noch 3 Kämpfen die Chance, dass der Typ wieder auftaucht. Und wenn nicht, dann suchen wir die anderen Dinger. Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten, ja? So, Nummer 1. Nummer 2. Und, ja, okay, der zählt nicht, weil der ist auch noch alleine. Nee, der zählt echt nicht. Danke, Light. Wo könnten der auftauchen, jetzt ernsthaft? Nummer 3, also doch nicht. Okay. Aber immerhin haben wir so viele Monster hier gekillt. Gut. Dann lasst uns teleportieren. Und zwar nach Luxerien. Nach Luxerien Süd, genau. Da gibt es wahrscheinlich auch noch Dinge, die wir kurz erledigen müssen. Ja, ich weiß, wir haben in den Death Dunes mittendrin aufgehört, aber das kommt noch, keine Angst. Alright, so, hier ist er. Okay, Dämonenskill 53 von 3, krank. Das sind schon die aktualisierten Missionen. Motorspule 10 von 5, davon müssen wir wahrscheinlich noch mehr holen. Belagert, ja, das haben wir auch hingekriegt, very nice. Achso, die Dinger zählen hier auch. Gut. Schöne Angebote. Auszeichnung. Achso, das ist das, wenn man jetzt die ganzen Leute da befragt. Von wegen Spende, Spende, Spende. Wir geben denen Geld. Und dann funktioniert das. Klingelt schon das Telefon? Nein. Gut. Ist die Chick da hinten? Die junge Dame da. Nein, falsche Seite. Nein. Nein, die ist noch nicht hier. Okay. Ist der Junge da hinten? Da ist er. So, das können wir schnell machen. Der braucht seinen Ball da oben. Das ist eigentlich die erste Mission, die man machen sollte, wenn man seine Mission selbst aussuchen kann. Und zwar aus dem Grund, weil die Mission so geht. Ihr fragt den Jungen. Ihr geht hier hoch. Ihr springt hier rüber. Nimmt dieses Ding. Geht wieder hier zu ihm zurück. Gibt ihm das ab. Und das war's. Gut, danke. Irgendwas ist mit seinem Bro passiert. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall hat er seinen Ball wieder. Er ist wieder cool. Alles ist in Ordnung. Und Tablos Dank erhalten. So. Alright. Noch eine Soul gerettet. Und weil wir da hinten hin müssen, gehen wir jetzt sowieso den Weg hier durch. Das können wir noch nicht öffnen. Move it, move it, move it. Oh. Wir müssen leider hinten durch, also nichts mit Chaos Zone wahrscheinlich. Hä? Was war das gerade? Egal. Aber was willst du? Was ist dein Problem, ey? Ja? Oh, zerrissenes Leder da hinten, hä? Huh? Oh, wir labern jetzt erstmal sowieso mit dem. Ja, 5 Stück. So, Tonikum. Was werfen wir dafür weg? Einen Übertrank. Einen Übertrank, ja. Tonikum erhalten. So.
Gut. Tiere besitzen Forschungshilfe von Seelenfragment. Sie geben dir Tausch gegen den folgenden Gegenstände. Mogri-Fragment. Wir landen finden ganz Seelensamen, die du im Chaos finden kannst. Okay, Mogri-Fragment übergeben. So. Lichtfragment erhalten. Da. Jetzt haben wir zwei. Krank. Und der ist einfach immer noch da. Get the fuck off. Ding. Dieses Mogri-Fragment. Wieso kann ich das nicht aussprechen? Das ist auf jeden Fall in der Truhe da hinten, die wir bekommen haben. Also das hättet ihr eigentlich gut genug mitbekommen müssen, wie das alles gelaufen ist. So. Noch mehr für eine Nachtmission, sehr nice. Und jetzt können wir diese roten Truhe-Mission-Dings machen. Haben wir schon das Wettrennen gemacht? Es gibt ja auch nämlich noch eine Wettrennen-Mission, aber ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Könnte sein, dass wir das ganz am Anfang gemacht haben und ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der will, dass wir diese ganzen roten Truhen einsammeln und das machen wir jetzt auch. Nebenher. So, Sphären-Passwort. Genau. Einfach die Dinger hier öffnen. Drei Stück. Eins dort, eins am Bahnhof und das dritte, also eins ist hier, Goldstaub. Genau, da kriegt man auch die ganzen extra Dinger. So, Goldstaub haben wir. Eins ist hier. Eins ist wahrscheinlich hier und das andere ist auf jeden Fall da. Wo könnte das dritte noch sein? Mach mir mal... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das hier... löschen. Es könnte auch hier drin sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es jetzt Wichtigeres zu tun. Ah, da ist er. Ich habe doch gerade vom Bett drin gelabert. So, annehmen. Der sagt uns jetzt gleich, wo wir hinrennen sollen. Der Ziel ist der verlassene Friedhof. Gut, erstmal hier, bevor eine Mission verloren geht. Der verlassene Friedhof. Wenn er will, dass wir hier so durchgehen. Dann müssen wir einfach... Ja, genau, die Leute müssen wir ansprechen für dieses Spendendings. Ja. So, der verlassene Friedhof ist dann, ja, da hinten das Ziel. Gut. Alright then. Ist der Typ überhaupt noch auf der Karte oder ist er durch das Gespräch jetzt nach vorne gebarbt worden? Whatever. Das sehen wir gleich. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Ja, ist es. Du weg. Solange wie der braucht, kämpfen wir hier kurz. Holen wir uns ein zerrissenes Lederstück. So, wie lange braucht denn der noch? Wo ist er denn? Der ist nicht auf der Karte zu sehen. Krank. Na komm schon, Junge. Wo bleibst du? Muss ich dir ins Entgegenkommen und gucken, dass du nicht irgendwo dumm dagegen gelaufen bist? Nee, jetzt mal ernsthaft. Wo ist er? Ist das jetzt ein Bug? Hä? Ernsthaft? What the hell just happened? War das jetzt wegen meiner Zeitverzögerung? Erstmal weg, da sonst kann ich nicht mit den Leuten labern. Aber was sollte das gerade? Habe ich jetzt was Falsches gemacht, indem ich andere Leute angesprochen habe? Auf jeden Fall, hier, für diese Arme da, kriegt man von der hier die Mittel dafür, aber die will auch was dafür haben. Und zwar, was wollte die nochmal was... Ja, Liste der Zutaten. Mandragora-Wurzel. Wo kriegt man die nochmal her? Ah, da ist er doch.
Ah, die Mission ist noch aktiv. Ja, komm, Junge. Gott, hat der lange gebraucht. Ihr habt ja gesehen, was ich die ganze Zeit... Ach so, weil es ja leicht ist. Ja, aber ihr habt ja gesehen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Kämpfe, gelabert, Missionen angenommen. Dies, das, so und so. Und der Typ ist einfach mal noch ganz am Anfang. Ah, shit. Ich habe vergessen, die Zeit anzuhalten, weil ich so viel laber. Wenn die Leute da vorne jetzt weg sind, dann Bullshit. Na, komm schon. Ich laufe sogar langsam. What the hell is wrong with you? Jetzt komme ich schon zum zweiten Mal früher an als der. Wetten, nachdem ich hier angekommen bin, ich hätte nochmal die ganze Strecke zurück und wieder hierher und ich wäre trotzdem schneller da gewesen. Also das ist echt traurig, ja. Hey, wo bleibt mein Siegeston? Na komm schon. What the hell is this guy doing? Du und schnell? Von wegen. You said you were gonna tell me what's going on if I won. You're gonna keep your word, aren't you? It's nothing exciting or anything like that. It's just that the whole city seems so gloomy, don't you think? Everyone's so lifeless and boring. I thought this was a good way to add a little excitement. Show people how to have fun. I won't say it was a bad idea, but weren't there other ways? Maybe, but running's about the only thing I'm really great at. Yeah, you know. Yeah, I have to admit, you're pretty fast, but not as fast as me. Well, I'm happy if I helped you get your mind off things, even for a little bit. See ya! Lightning. Ha! That's a perfect name for someone fast like you. I'll beat you next time, Lightning. Alles klar. So. Noch eine Seele gerettet. Ihr wisst es. Zu dem Friedhof können wir jetzt immer gehen, aber nicht... zu diesem Viertel da, wo wir Noel gefunden haben. Das ist nämlich dann immer noch geschlossen. Was wollte ich jetzt? Wohin wollte ich jetzt? Wieder da hoch, genau, wieder da hoch. So, ich brauche irgendeine Mandragora-Wurzel. Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan mehr, wo ich die herbekommen soll. Wahrscheinlich durch ein Item, das man in einer Mission kriegt. Oder ein spezielles Item, das man nach einer Mission bekommt. Wahrscheinlich nicht irgendwo rumliegend, so in einem ganz normalen Ort, so ganz... Ihr wisst ja, was ich meine, so. Fragen wir mal nochmal. Mandragora, wozu? Ja, die sagt nichts dazu, na toll. Ja, da noch ein Typ, mit dem wir reden können. Noch ein Nachtsmissionsgelaber. Und gleich nochmal Zeit stoppen. So, kannst du mir sagen, wo die Mandragora-Wurzel ist? Nein, kannst du auch nicht. Toll. Gut. Sag mir, der ist noch da. Ja, er ist noch da. Das ist eine von den Missionen, die man verkacken kann, weil die über Tage geht. Und zwar ist es ein Typ, der ein Schriftsteller ist, aber der hat, Kumpel von ihm ist gestorben. Hast du vielleicht Zeit für mich? Ich würde gern viel über diesen Typen berichten. Okay, dann mach halt. Ja, okay, dieser Typ war Reporter. Feder war stärker als Schwert. Menschen zu helfen, Heucheleien, Geschäfte aufzudenken. Mit einem eisernen Willen. Gut. Ganz normaler Reporter. Wörtliches Sonderangebot. Keine Tipps für den Alltag. Nicht gerade Stoff für die Titelseite. Einmalige Gelegenheit. Ja, okay, für heute habe ich genug erzählt. Kommt das nächste Mal vorbei. So, und so geht es jetzt 3-4 Mal weiter. Ist hier noch jemand, mit dem wir labern können? Nein, die betet nur. Dann will ich zu diesem Dings hier. Gut, da können wir hier rüber. So. Geschwitzige Mann. Ja, ich wusste doch, dass hier eins ist. So, und das letzte ist am Bahnhof. Dann hätten wir alle drei. Great. Gibt es hier noch etwas? Scheint nicht so.
Okay. Blenden wir das auch hier einmal durch. Chaos, jawohl. Wow. Scheiße. Ups. Mann. Gut. Seelensamen. 1. Krank. Noch 7 Tage. Haha. Das ist so cool, wenn man hier mit gerade nur hier in dieser Stadt mit dem Cloud-Kostüm rumläuft. Dann sagt da so einer, hä, bist du Soldier? Und ich denke mir so, weh, der hat es jetzt nicht gerade wirklich gesagt, oder? Vor allem die Leute, die sollten eigentlich überhaupt gar nicht wissen, was Soldier ist. Überhaupt null. Ich guck mal schnell, ob die eine da ist für die Mission. Nein, ist sie nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir am falschen... Nein, hier müsste sie auftauchen. Ist sie aber nicht. Gut, dann nehmen wir dieses letzte Ding hier. 3 von 3. Gut. Und jetzt... Jetzt... what the hell? Jetzt können wir wieder... Jetzt hört sich mein Mic wieder anders an. Jetzt können wir wieder zurück zu dem Typen, die Mission abgeben. Und dann hätten wir noch eine Seele gerettet. Krank. Wahrscheinlich kriegen wir dadurch auch Items für das nächste Fragment. Und wenn es hier nichts mit zu tun gibt, dann gehen wir nach Yuuzhan, gehen wir in dieses Kolosseum-Dings, holen uns dort das Teil und dann haben wir auch schon was erledigt. So. Noch mehr zerrissenes Leder. Zack. Achso, und es gibt noch ein Monster auf dem Friedhof, das wir sehr oft besiegen müssen, aber sehr selten auftaucht. Und zwar ist es der Juggernaut. Das Problem ist, wenn ihr irgendwie recherchieren wollt, nachrecherchieren wollt, von wegen, wo finde ich den Juggernaut? In Final Fantasy 1, Final Fantasy 13.1 wird es verwechselt, da auf Deutsch der Juggernaut dieses Endboss-Monster ist, dieses Riesending, wogegen man gar nicht kämpfen kann. Aber in der englischen Version ist es dieses, Monster, das gegen die, so ein Maschinenmonster. Gut. Cool. Ja, alles klar. Wir haben deine 3 Dinger. Gib uns deine Seele und fertig. Gut. Reden die gerade über Lumina? She helps us laugh a little. Good. Alright then. Noch eine Soul gerettet. Krank. So, jetzt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nein, ernsthaft. Was machen wir jetzt? Schade. Ich dachte, ich kann da direkt. So. Dann lasst uns mal gucken, was es da weiter hinten so zu erledigen gibt. Gibt es hier noch Leute zum Ansprechen so? Für, da ist ein Monster. Dich machen wir weg. Alright. Und tschüss. Achso, die können glaube ich noch gar nicht aussterben. Gut. Wir gehen jetzt hier Ordensbruder. Ja, 300 Gil, genau. Gut. Immer noch nicht genug. Damn. Wo sind mehr von diesen Leuten? Genau das müssen wir machen, um diese eine Mission da zu erledigen. Ja, du zuerst. Das hier wird anstrengend. Diese Mission wird echt anstrengend. Denn hier, ich erkläre das euch kurz. Die ist so eine Urwarterin, aber die kann das nicht selbst machen. Wir sollen jetzt für die prüfen. Und zwar müssten wir wie viele Uhren... Am einfachsten ist es. Ja, wie viele denn? Habe ich das gerade überlesen? 13 Stück war. Dumme Frage. So. So. Und am besten macht ihr das so, um nicht durcheinander zu kommen. Selbst wenn ihr nur nachrecherchiert, markiert die Uhren, bei denen ihr schon wart.
So, Nummer 1. Karte. Zack. Zielort. Fertig. Hier war eins. Gibt's hier noch eine? Da. Zwei. Zack. Ich hab doch gerade aktueller Standort. Name ändern, Symbol verschieben. Du sollst hierhin. Gut. Dahinter nix. Wir müssen mal öfter die Zeit. Denn so viel haben wir nicht. Gut. Das haben wir. Ja, die haben wir. So. Auf eine, die viele nicht kommen. Ja, genau. So. Nummer 3. Genau die hier. So, neues Symbol. Hier. Dann direkt hier. Aktueller Standort. Gut. Hier sollte es eigentlich keine mehr geben, aber da oben. So, Nummer 5. Da weiter oben bei dem Friedhof. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir gucken lieber mal nach. Ich glaube ja. Yep. So, 6 von 13. Mann, geht das flott. Ich habe immer so lange gebraucht, das glaubt ihr gar nicht. Falsch ist Menü. Hier, falscher Knopf. Neu, ja, 6. Wir haben ungefähr die Hälfte geschafft. Und das, obwohl wir nicht wirklich viel unterwegs waren. Oder nicht? So. Vielleicht sind wir auch schon mal einer vorbeigelaufen. Aber hier oben müsste doch noch... Nein, hier ist keine mehr. Gut, dann... Zeit stoppen. Hier... Durch gibt's hier eine eigentlich nicht, nein. Da hinten ist auf jeden Fall eine. Also hier. Gut, Nummer 7. Wieder falsches Menü, dammit. Nein. Wo sind wir denn jetzt? Neues Symbol. Da, genau. So. Nummer 7. Dann gehen wir zur Sicherheit mal hier durch. Hier ist nichts. Da war ein Monster. Ich weiß. War da gerade ein Item oder was war da gerade? Keine Ahnung. Hier nicht. Da vorne auf jeden Fall. Also hier. Gut. Wieder falsches. Was ist los mit mir? Ich hab's gerade irgendwie. So. Nummer 8. Gibt's auf dem Friedhof? Nein, ja, Friedhof nicht. Das war die Gott. Hier gibt's keine.
Dann gehen wir mal hier durch. Ich kann jetzt nicht mehr die Zeit stoppen, aber das passt ja. Hier müsste es noch irgendwo eine geben. Hier nicht. Wo war das denn nochmal? Hier müsste doch eine sein, oder nicht? Nee, ich irre mich einfach. Ja. Falsch gedacht. Whatever. Ah, doch. Doch, nicht falsch gedacht. Gut. 9 von 13. Ach, komm, Mike. What the hell? 9. Noch 4 Stück. Die müssten alle auf der anderen Seite sein. So. Ein Stück zerrissenes Leder. Yay. Endlich mal wieder ein Kampf, ha? Und der Kampf ist vorbei. Alright. War das eine Uhr? Nein, war es nicht. Gut. Hier, nein, falscher Ort. Hier gleich. Gleich hier in der Nähe. Was für Lunch Money? Free. Immer noch kein Telefongeklingel. Da ist eins. 10 von 13. Langsam könnte ich mich deswegen echt schlagen. So, neues Symbol. Zack, zack, zack. Aber das war doch nicht die einzige. Hier gibt es noch mehr, auf jeden Fall. Hier unten. Ich weiß, wo auf jeden Fall die letzte ist. Das werde ich nie vergessen, weil das war die schwierigste von allen. Waren wir schon hier? Ja, hier waren wir schon. Gut. Ich meine insgesamt so. Nein, danke. Die hatten wir schon. Gut. Dann gehen wir mal zum Bahnhof. Hier müssen wir sowieso so durch. Hier ist keine Uhr. Ist hier eine? Oh nicht. Warum gibt es hier keine Uhren und auch beim anderen Bahnhof so viele? Das gibt doch gar keinen Sinn. Okay, die ist immer noch nicht da. Schade. Gut, dann halt nicht. Dann hier durch. Auch nichts. Hier auch nichts. Auch nichts. Ich könnte jetzt nochmal nachgucken und alles, aber das wäre doch langweilig, wenn ich das anhand. Ah, noch einer zum Labern. Sehr gut. Ihr müsst alle anlabern, die mit Fragezeichen da sind. So, jetzt haben wir genug. Wenn Hope mitspricht, haben wir genug. Die ist für was anderes zuständig. Da vorne ist noch eins. Das hier ist auch eine Tagesmission, die nehmen wir jetzt schnell an. Also eine, die über mehrere Tage geht. Retired, so I have plenty of time on my hands. Those are all yours? Every single one? I've been writing for 500 years now. That adds up, you know. the memories. I've experienced so much in those years. I've really led a great life. Nowadays, I find joy in reading about the past and enjoying freshly baked delicious muffins. That's all a simple man like me really needs. The simple pleasures in life for a simple man. Absolutely, yeah. Oh, speaking of freshly baked muffins. Fresh out of the oven, just the way you like them. Excellent. Thank you very much, young man.
You say that to me every day. Change it up a little, will ya? Oh, I'll think of something different for you tomorrow. Let me see here. There you go. Thanks. See ya. Marlin bakes the most mouth-watering muffins. They're exquisite. He even delivers them to me here personally every day. That's nice. You two seem like your old friends. Well, I'd like to think we're more than that. Talking to him always cheers me up. I've never had a family of my own. To me, that friendly boy who brings me muffins every day is like the son I never had. Great memories, great food, and great friends. What more do you need? Looks like you're all set. Indeed, I am. I know we don't have much longer in this world, but even if everything ends tomorrow, I'll have no regrets. Well, except for one little thing. It's about these journals. Well, I'm afraid I lost the first one some time ago. It chronicles the first 50 years of my life. 50 years. You want it back, of course. Yes, I do. I don't suppose I could ask. Well, do you think you could look around for it? So, jetzt sind wir wieder back. Ja, wir finden für dich dein Tagebuch. Sure, why not? My name is written on the cover. Jetzt können wir mit noch mehr Leuten labern. Of course. So, er will sein 50 Jahre Gap-Tagebuch und das bringen wir ihn irgendwann mal, wenn wir soweit sind. Alright, genug Zeit verschwendet. Dieser Typ ist einfach dope. Einfach dope. So, bevor ich es vergesse. Hier. 11. Wow, ich habe diesmal richtig gedrückt. Okay, egal. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier waren. 11. War nicht hier drin noch eins? Jetzt können wir hier auch immer durch, wann wir wollen. Nein, hier ist... Da drin ist auf jeden Fall nicht. Ich dachte, es wäre in diesem Vorhof da eine. Ist aber nicht. Schade, schade. So. Ah, jetzt weiß ich wo, glaube ich zumindest. Lass mich mal kurz gucken. Ja, hier auf jeden Fall. Und eine müsste hier sein. Gut, dann hätten wir es. Das war nämlich die schwierigste, die... Jawohl. What's this? This cathedral. Okay. Das war nämlich die schwierigste von allen. Und zwar, darauf muss man erstmal kommen. Das ist schon krass so. Und zwar hier hinten. Ja. Riesending. 12 von 13. So. Und die letzte. Hier wird es eine Nachtmission geben. Die können wir aber erst wirklich nachts machen. So. Und die letzte Uhr. Die allerletzte Uhr müsste eigentlich, wenn wir hier durchgehen, da sein. Ja, ich weiß, gefährlich hier, bla bla bla. Wegen einem Stück zerrissenem Leder. Schade, ich war zu langsam. Alright. Gut. Falsche Richtung. Du auch weg. Zack. Wow, dass der mal auftaucht, krank. Alright. War das nicht... So.
Nicht hier um die Ecke, also die andere Ecke. Gut. Ich dachte gerade, da wäre jetzt noch jemand zum Labern. Hier irgendwo müsste sie sein. Da ist sie. So, 13 von 13. Ihr Name war Louise. Ich will nicht mit dir sprechen, ich will wissen, was? War das jetzt meine Schuld? Weil ich kenne das normalerweise gar nicht. Weil, who cares? Mit dir kann man immer noch nicht reden. Krank. Gut. Dich macht mir kurz weg. Alright. Na komm, warum läuft hier eigentlich keine Hintergrundmucke mehr? Oder ist es so leise, dass ich es nicht mehr höre? Auf jeden Fall. Bürgerin, da ist sie noch. Gut. Hier so. Danke, bla bla bla. Die sagt nichts Großes mehr. Na komm. Gib uns das, was wir dafür wollen und fertig. 1800 Geld, bla bla bla. Sehr schön. Alles klar. So, Spende Gott aus. Haben wir immer noch nicht, weil wir nicht mit genug Leuten gelabert haben. Bis wir die finden. Auf einmal so, von 0 auf 100. Ha! Genau solche Leute. Aber die wollen halt nicht. Und da wir eh nicht mehr so viel Zeit haben, kann man hier noch großartig was machen. 0 Uhr dies, das. Das irgendwann. Nein, nicht wirklich. Gut. Dann ab nach Luxurien. Marshall. Only Marshall matters. Gut. Sag mir, dass du nach Luxurien fährst. Nach Usenland. Wir sind doch in Luxurien, nicht Vollidiot. So, dann gucken wir da mal nach der Tafel, ob wir da irgendwie was erledigen können. Denn hier gibt's auch noch lauter Nebenmissionen und so. Gut. Na komm. So. Sehr schön, aber keine davon ist dieses Gelb-Ding. Gelebla, wuhu. Blindgänger. Okay, den kriegen wir noch von einer. Chocotussi. What the hell? So. Bronze. Okay, das kriegen wir sowieso irgendwann. Das ist einer dieser besonderen Items. Telefonnummer, genau. Habe ich ja euch schon vor Jahrzehnten gezeigt, wo die ist. Wiederaufbau. Genau, deswegen. So. So, jetzt, gibt's hier noch großartig was wir machen können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt. Come on, Lightning, you can do. Nicht.
Alles klar, wir gehen jetzt hier hoch. Gibt's hier noch? Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Gut, dann nicht. Ausstatter, wo war das nochmal? Ja, mit denen kann man nicht mehr reden. Genau, die Chocobo-Mission. Das fangen wir als nächstes an, die Chocobo-Mission. Seid ihr bereit? Jo, dann. Bababam. Speichere ich hier ab. Das war's dann für diesen Part. Thanks for watching, guys. See you on the next part. Hope you liked it. And yeah, we just continue to do that shit to help Zath and Darth. Then we finish the main story of the Wildlands, and then we go to the Death Dunes. You feel me? Alright. Alles klar, guys. Danke fürs Zuschauen. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube. Word.